mit den Lebensmitteln und nicht mit den... Ja, also wir sind hier auf dem Dottenfelder Hof und gerade bei der Möhrenernte. Und wie man hinter mir sieht, sind wir gerade fleißig dabei und sehr schön hier. Ja, man wird so geerdet. Also man sieht es ja an Socke, sie liegt daneben und ruht sich aus. Und es ist sehr entspannt, ja. Also Demeter, griechische Göttin der Fruchtbarkeit. Das ist aber ein Markenzeichen für Produkte aus biologisch-dynamischem Landbau. Und hat im Sinn, dass man also einen ganz umfassenden Organismus formt, wo Erde, Pflanzen, Mensch, Tier, Kosmos also in einem stimmigen Gefüge sind. Also sieht man ja, dass das ein ganz alter Hof ist. Der ist 976 urkundlich erstmals erwähnt worden, war so ein altes Klostergut und ist jetzt seit 1968 wird er bewirtschaftet in Gemeinschaft und biologisch dynamisch. Jeder Hof und jeder Demeterhof will auf seine Art und Weise ganz genau erspüren, was brauchen wir für diese Böden. Also nicht, was ist marktgerecht, sondern was brauchen diese Böden, um langfristig nachhaltig fruchtbar zu bleiben. Ich glaube, Demeter oder auch dynamisch-biologischer Landbau zeichnet sich dadurch aus, dass diese Kreislaufwirtschaft vor allen Dingen besteht. Also das, was hier angepflanzt wird, bekommen die Kühe dann als Essen gereicht und der Dünger oder der Mist wird als Dünger auf die Felder wieder verbreitet. Also sie haben auf jeden Fall eine Sule und dann haben sie aber auch so im Kompost werden die Gemüseabfälle, gedämpfte Kartoffeln und das alles wird gefüttert, damit die sich das erwühlen können. Die sind ja so sinnenfreudige Tiere und die brauchen einfach Anregung, ganz viel. Landwirtschaft in Deutschland muss wahrscheinlich immer auf eine bestimmte Art und Weise unterstützt werden in so einem Industrieland. Und wie können die Menschen was unterstützen wollen in Zukunft, auch politisch, was sie eigentlich nicht kennen? Ich finde es schon sehr schwierig. Also nicht nur für uns, sondern generell, weil ich finde, die Menschen müssen ja was lieben, um das zu erhalten. Und also für mich ist das ein ganz, ganz großes Thema. Ich studiere Agrarwissenschaften an der Uni Bonn, also jetzt komme ich ins dritte Fachsemester. Aber letztendlich werde ich sehr wahrscheinlich in die Agrarwirtschaft gehen. Diese ganzen Möglichkeiten, irgendwie die Welt zu steuern, jetzt mal groß ausgedrückt, aber wieso dieses Zusammenspiel von Menschen mit Wirtschaft ist, die untereinander agieren und das zu verstehen, was hier eigentlich läuft in der großen Welt, was sind so diese haltenden Fäden, was ist das, diese große Globalisierung, also das interessiert mich sehr. Ja, ich bin mir nicht so ganz bewusst darüber, dass es jetzt zu Ende geht. Es ist so alles so schleichend und man merkt, die Stimmung wird einerseits besser, weil sich alle gut kennen, aber andererseits auch wieder traurig, weil es ja in 3 Tagen schon vorbei ist. Wir sitzen immer mehr zusammen und überlegen und reflektieren die ganzen Tage und was ist eigentlich hier abgegangen, was läuft hier und wieso haben wir das gemacht, hat uns irgendwie das vorangebracht oder nicht. Aber da bin ich sehr gespannt, was der Tag der Ideen bringt. Das wird auf jeden Fall nochmal ein schöner Abschluss werden, auf jeden Fall. Ja.